Wir schalten die Stimme des Faschismus aus, steht auf dem Plakat der Gegendemonstranten zu lesen. Mit an ihrer Seite Befürworter einer Unabhängigkeit Kataloniens. Und auf der anderen Seite, getrennt durch Polizeisperren, die rechtspopulistische Partei Vox. Große Wahlkampfveranstaltung in Barcelona. Die Wahl der katalanischen Hauptstadt, alles andere als zufällig. Weil wir die Einheit unseres Vaterlands verteidigen, nennen sie uns Extremisten, radikale Populisten. Wir sind extrem normale Spanier. Die Einheit Spaniens wird verteidigt bis zur letzten Konsequenz. Was der Parteivorsitzende mit letzter Konsequenz unter anderem meint, erläutert sein Generalsekretär Javier Ortega Smith und ruft in die Menge. Puigdemont, der ins Ausland geflohene ehemalige katalanische Ministerpräsident, gehöre ins Gefängnis. Ortega Smith ist nicht nur Politiker, sondern auch einer der Ankläger im laufenden Prozess gegen 12 Aktivisten der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Eine Besonderheit im spanischen Strafprozessrecht erlaubt es auch Bürgern und Organisationen, neben der Staatsanwaltschaft als Kläger aufzutreten. Klare Kante gegen eine Abspaltung Kataloniens, damit geht die Partei erfolgreich auf Stimmenfang. Der Prozess fast ein Wahlgeschenk für Vox. In Spanien, wo es keine rechtsextremen Parteien gab, ist plötzlich Vox mit großer Stärke aufgetaucht, weil diese Partei dem verletzten spanischen Nationalstolz eine Stimme gibt. Der Grund für das Erstarken am rechten Rand ist nicht wie in anderen europäischen Ländern die Einwanderung, sondern vielmehr Katalonien. Auch wenn Vox stark von der Katalonien-Krise profitiert, das Thema Migration ist für die Partei nicht zweitrangig. Andalusien im vergangenen Dezember. Mit knapp 11% zieht sie erstmals in ein Regionalparlament ein. Im Wahlkampf hatte Vox immer wieder von einer Invasion an Andalusiens Küsten gesprochen. Hier kamen letztes Jahr viele der mehr als 55.000 Migranten an. Auch bei der vorgezogenen Neuwahl des spanischen Parlaments Ende April deuten Umfragen auf ein zweistelliges Ergebnis für die Rechtspopulisten hin.